So, Velcro-Wüste, nordwestliches Dalmekia, ein schier unendliches Meer aus Sand und Stein, das mit der Zeit immer weitere Teile des Westen des Dalmekias an sich reißt. Ab dafür. Ja, Wüste, da ist recht wenig los. Okay. So, mit Onkel Barwin, Jill ruht sich noch aus. Ist ja noch auf der Krankenstation. Ich war ein junger Mann, als ich Torgan zuletzt hat neue hier Kräfte. gewesen bin. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Pferden im Sand. Kurz gucken. Da rufen wir doch gleich unseren Schokobo. Ambrosia. Bereit. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Ja, ich glaube, an den Gegnern können wir erstmal vorbei, obwohl da vorne ist eine Auf Kiste, glaube ich, vielen ne? Jahren, als du noch klein warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten. Da haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang Ich begleitet. Noch keine Kiste. Ich durfte mitkommen. Ambrosia? Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein. Und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplärrt hast. Der Onkel erzählt ja hier alte Geschichten. Mann, 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 ey. So, da durch. Okay. Hast du diese Soldaten an der Schenke gesehen? Die steinerne Wache soll schon bis nach Rosalith vorgedrungen sein. Ah, da ist sie. Die gute Dalimilchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Also, ich hätte nichts dagegen. Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ascha. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stonhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Naja, ein richtiger Hund ist er ja auch nicht, oder? Oh, die große Verkleidung. Wir haben die Kapuze auf. Na, meine Herren, hungrig? Immer. Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen?
Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. Zwei Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Ach, das ist doch hier die Gefährtin von Joshua. Ist unser Bruder nur ein paar Meter weiter weg und wir wissen das nicht, Krass. Warte, fängt an wie Sid. Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Boah, ganz schön nach unten. Worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? Ein bisschen dolle laut gewesen, ne? So, denken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Oh Mann. Dich nehmen wir nicht nochmal mit. Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd. Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Kanva. Och, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Fort! Überlass sie ruhig mir. Gern doch.
Glück. Bravo, mein Junge! Weiter so! Das war ja kein Gegner. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Dafür hast du aber ganz schön reingehauen. Wie ein Schwein. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Es geht. Ganze Kneipe zerdeppert. Spürst Joshua, ne? Clive? Was hast du? Dein Neffe. Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Oder auch nicht. Steckst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Schalen und Schüsseln! Ja, ein bisschen gucken, nehmen bestimmt ein paar Ton rum. Sind all deine Muskeln so hart? Wollen wir spielen? Sind all deine Muskeln so hart? Wo sind wir denn hier gelandet, oder? 1000 Gil für das bisschen dieser Kraut? Du willst ein... Ich wollte auch nur gucken, ob es da Loot gibt. Die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Na, was machen wir denn da los? Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Ah, egal. Mit List.
Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Die Wüstenhirsin. Rujana Dalimil. Die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Sith. Bisher waren Siths Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Rujana Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Sieht nicht so aus, als würden wir bald nach Drachenfang zurückkehren. Nun, wir haben ja auch keinen Grund dazu. Was auch immer dieser Notfall ist, wir haben die ganze Mine... Was darf sein? Gucken, was du hast, aber stopp. Nee, nehme ich nicht. Kann ich auch in eine andere Richtung gehen? Hab Dank. Bitte sehr. Eine ausgezeichnete Wahl. Bitte sehr. Hab Dank. Eine ausgezeichnete Wahl. Kick it. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Rujana Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Was willst du? Ich hab zu tun. Was willst du? Das dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Rujana Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkus. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkus also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Du hast mir nicht solche Vorurteile, Onkel Barwin. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Wie oft muss ich es noch sagen? Das ist kein Spielzeug. Ist ja auch eine Kiste. Ja. Kann ich helfen? Ja, bitte. Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Rujana Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Da
Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Ich denke auch. Finden wir heraus, was genau dieser Ferda weiß. Weihrauch, Wespenwachskerzen. Sieh doch, Vater, heißes Wasser. Wo sind die Träger, die es erhitzt haben? Entschuldige, bist du Ferda? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Rujena Dalimir? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Ich glaube, da waren wir aus Versehen schon, ne, im Bordell, wo sie gefragt haben, ob wir nicht in unseren Muskeln hart sind. Da waren wir doch schon. Kupkas verdammte Schweinebande. Kaum ziehen sie die Schnauze aus. So echte Kaktornadeln, importiert aus Übersee, bringt Herren wie Damen in Stimmung. Heiße Nacht garantiert. Ich brauche einen Schnaps. Lass mich dich einladen. Na, ich hätte gedacht, hier wären auch noch ein paar Kästen. Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Meine Teppiche! Wie aromatisch denn Korn! Kein anderes Brot ist so weich. Fast wie Wolken mit Kruste. Was die alle mit den Kristallen machen, ne? Und die sorgen dafür, dass das ganze Land echt verfault hier. Für so einen Scheiß wie Brotbacken, ne? Habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte das für euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferda? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Rujena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Auf den Hof. Kommen wir doch dahin, wo wir hin wollten. Ist doch gut. Zum Hof der Musa.
zusammengestellt aus robustem Stein. Saftiges Fleisch. Der letzte Schrei brot so weich wie eine Schäfchenwolke. Gesundem Federvieh. Wie wäre es mit einem schönen Geschenk? Sind wir hier richtig? Lubos Schmiede, der Dornkuss. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lubo auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein. Und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Lubor, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Lubor. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen, das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich mag den nicht. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Was für ein Schmierlappen. Also was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Was willst du machen, Onkel? Fang es doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... Oh, 5-mal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Buschen mehr Info wäre schon ganz cool, ne? Du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel. Richtig. Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Also eine kleine Schnitzeljagd. Wäre doch gelacht. Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Dich müssen wir nachher wahrscheinlich retten, oder? Deiner großen Fresse. So, den Kristallen auf der Spur.